Ich habe eine Menge Fragen bekommen von einigen Leuten über alle möglichen Themen zu Israel. Und die werde ich jetzt auch im Laufe der nächsten Zeit beantworten. Aber ich habe mir gedacht, ich mache heute vielleicht mal einen Stream über die Menschen. Nicht nur über, weiß ich nicht, Gesetze oder irgendwelche, wie soll ich sagen, formellen Sachen. Sagt man da formell oder formal? Ich weiß es gar nicht. Also jedenfalls solche bürokratischeren Sachen. Aber es ist wichtig auch, man hat ja mit Menschen zu tun, ne? Und es ist wichtig vielleicht ein paar Dinge zu wissen über die Menschen. Denn okay, viele kommen hierher als Touristen und kommen hier schon viele Jahre her als Touristen immer in regelmäßigen Abständen und für 2, 3 Wochen oder sowas jedes Jahr. Und dann meinen natürlich viele, sie kennen das Land. Das ist natürlich bei anderen Leuten auch so, die ständig nach Spanien fahren oder in die USA oder sonst wohin. Die meinen dann auch, weil sie da schon viele Jahre Touristen sind und die Länder bereisen, dass sie das Land kennen. Aber es ist so, dass man ein Land erst dann richtig kennenlernt, wenn man in dem Land lebt, wenn man die Sprache spricht und wenn man sozusagen Teil dieser Gesellschaft ist. Und nicht irgendwo außerhalb in seinem eigenen Ghetto lebt. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt natürlich viele Sachen, mit denen man, wenn man, sage ich mal, neu in einem Land ist, ist jetzt egal in welchem Land, wenn man mit bestimmten Sachen einfach nicht konfrontiert wird. Man hört vielleicht von anderen Leuten darüber Berichte oder sowas, aber wenn man mit bestimmten Behörden oder Versicherungsangelegenheiten, bürokratischen Sachen, sei es Finanzamt, Stadtverwaltung, in jeglicher Beziehung, Bituach Leumi, die Nationalversicherung hier in Israel, welche Rente, Arbeitsunfähigkeit, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und Kindergeld und Schwangerschaftsgeld oder wie das heißt, regelt und auch noch viele andere Sachen oder selbst sei es nur das Gesundheitssystem, wenn man jetzt damit nicht als Bürger, wenn man jetzt damit nicht richtig konfrontiert wird, auf längere Sicht und sehr, sehr intensiv, dann weiß man selbst als Staatsbürger, egal wo, dann weiß man das auch nicht. Man muss erst immer mit bestimmten Sachen richtig konfrontiert werden, um davon zu lernen, wie man damit umzugehen hat. Das ist nicht so einfach. Weder in Deutschland noch in Israel, bestimmt auch nicht irgendwo anders. Und man muss sich auch in einer gewissen Art und Weise irgendwie verhalten und mit Menschen kommunizieren. Und solche intensiveren Sachen, sage ich mal, bekommen Touristen natürlich überhaupt nicht mit. Die schauen sich dann die Touri-Sites an, ne? Was man so als Tourist halt anschaut. Und ja, laufen so rum durch die Stadt oder Städte und meinen dann, ja, oder sie reden mit ein paar Leuten und meinen dann, sie kennen sich aus. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wenn man in einem Land richtig dann lebt, dann schaut das natürlich ganz anders aus, weil man muss ja mit den Leuten kommunizieren und mit Behörden und solchen Sachen. Und das ist dann natürlich wesentlich anders, als irgendwo nur durch die Lande zu reisen. Wenn ich hier so ein bisschen auf die Unterschiede Israelis und Deutsche eingehe, können natürlich auch Schweizer vielleicht sein und Österreicher, obwohl sich die Schweizer und Österreicher auch von den Deutschen unterscheiden. Ich schere da jetzt nicht alle über einen Kamm, um Gottes Willen. Die Schweizer sind auch anders, ich weiß das, ich war ein paar Mal in der Schweiz. Wenn ich davon rede, dann will ich nicht generalisieren. Also ich sage nicht, dass alle Deutschen so sind und dass alle Israelis so sind. Das stimmt nicht. Genauso wie man nicht sagen kann, alle Amerikaner sind so. Das stimmt einfach nicht. Das kommt ja immer auf die jeweilige Person an. Jeder ist anders. Dann kommt es auch sehr oft darauf an, wo in dem Land man lebt. In der Stadt, auf dem Land oder in welcher Stadt oder was weiß ich wo.
Darauf kommt es natürlich auch an. Und ich meine, jede Person ist unterschiedlich. Es sind nicht alle gleich, weder in Deutschland noch in Israel. Deswegen kann man nicht verallgemeinern, alle sind so. Obwohl sich das vielleicht jetzt im Laufe des Videos ein bisschen so anhört. Aber ich will nicht immer wieder hervorheben, nur einige und die und die und die. Das ist ein bisschen zu kompliziert und ein bisschen zu zeitaufwendig. Was ich noch hier von Israel sagen muss, vielleicht auch von Deutschland, natürlich gibt es in Deutschland unterschiedliche, jetzt weiß ich gar nicht, Bundesländer heißt das, nicht Bundesstaaten, das sind in den USA, Bundesländer, und da sind die Leute natürlich, haben auch ganz andere Charaktere oder Traditionen oder Verhaltensweisen. Die Bayern sind anders als die Berliner zum Beispiel, um so ein Klischee zu sagen. Und genauso kann man natürlich das auf Israel beziehen. Ob die Leute vom Land kommen oder aus der Stadt und aus welcher Stadt, vom Norden oder vom Süden. Und natürlich, um das Klischee weiter zu bedienen, ist natürlich Tel Aviv nicht Jerusalem. Und umgekehrt. Gott sei Dank, jeder hat so seine Eigenheiten und seine Mentalitäten. Und das ist auch gut so. Aber ich gehe jetzt mal auf so ein paar generelle Unterschiede ein, was mir, nachdem ich ins Ausland gezogen bin, was ja schon 26, etwas mehr als 26 Jahre her ist insgesamt, und davon war ich 23 Jahre, fast 23 Jahre nicht mehr in Deutschland. Aber was mir so aufgefallen ist, hier in Israel, erst wenn man im Ausland richtig lebt, dann merkt man richtig, wie zum Beispiel das Ursprungsland war und die ganzen Unterschiede, wie die Leute sind und wie sie reagieren. Und aufgrund dieses Videokanals zum Beispiel, viele Kommentare bekomme ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss nicht sein, bin ich jetzt auch gar nicht traurig drum oder so. Ich erwähne das nur, aber wenn ich Kommentare bekomme, dann aus Deutschland, nicht von Leuten, die hier leben, sondern aus Deutschland, dann sieht man auch noch den Unterschied. Also auch in den 23 Jahren, wo ich jetzt nicht in Deutschland war, sehe ich immer noch den Unterschied. Also was ich jetzt sage, soll nicht auf diejenigen bezogen sein, die mir Kommentare schreiben, um Gottes Willen. Aber ich nehme das nur so als Beispiel. Was bei Deutschen sehr hervorsticht, ist, dass immer alles deutsch sein muss. In Deutschland erwartet man von Migranten oder Ausländern, die nach Deutschland ziehen, dass die erstens Deutsch lernen und sich halt zweitens dort total anpassen an die deutsche Gesellschaft. Und dass man halt so ein bisschen deutsch wird. Weil man ist jetzt in dem Land und wenn das jetzt Deutschland ist, dann hat man auch so zu sein, irgendwie. Das Witzige ist, dass wenn Deutsche ins Ausland ziehen, sie genau das Gegenteil sind. Sie lernen auch nicht immer die Landessprache. Zum Beispiel gibt es viele Deutsche, die nach Thailand ziehen oder nach Paraguay oder nach Schweden oder nach Spanien. Und jene Deutschen, die das tun, da ist nur ein kleiner Prozentteil dabei, der wirklich die neue Landessprache lernt und sich in diese Gesellschaft richtig integriert. Frag mal irgendwelche Deutschen, die nach Thailand ziehen, aus welchen Gründen auch immer, ob sie Thai sprechen. Da findest du fast gar keinen. Oder jetzt diese ganze Welle, Schwurbeleien und solche Sachen, ne? Da sind viele Deutsche nach Schweden gezogen oder nach Paraguay. Wer spricht da Schwedisch und wer spricht da Spanisch in Paraguay? Muss immer alles Deutsch sein. Aber in Deutschland muss auch immer alles deutsch sein. Ne? Und sobald Deutsche ins Ausland ziehen, ne, muss auch alles deutsch sein. Das verstehe einer. Das ist irgendwie witzig. Ne? Darüber werden auch in bestimmten Foren und YouTube-Kanälen wird da ja, wird sich ziemlich darüber lustig gemacht von Deutschen, die nicht so sind. Aber man kann sagen von Deutschen, dass
Und das sehe ich auch hier zum Beispiel in Kommentaren, dass Deutsche sehr, sehr ernst sind, dass sie alles sehr, sehr ernst nehmen und auf die Waagschale legen, oder wie sagt man, da siehst du, das habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, dass sie jedes Wort auf die Waagschale legen und wenn man das nicht so sagt oder so sagt oder so schreibt oder so schreibt, dann ist das nicht richtig. Man wird immer korrigiert, also ich nicht, und ich lasse mich auch nicht korrigieren. Ich mache hier die Videos und damit hat sich das. Und ich sage, was ich will und wie mir das gerade so einfällt. Und manchmal fallen mir die Worte nicht ein, weil mein Deutsch manchmal sehr schlecht ist. Dann fallen mir diese Worte nicht ein. Aber man ist, Deutsche sind, nicht alle, viele, sind, nehmen alles total ernst. Also du brauchst nur irgendwas zu sagen und dann sind sie entweder beleidigt oder sie nehmen das total ernst. Und dann fangen sie an zu diskutieren. Und es muss immer irgendwie alles so furchtbar ausdiskutiert werden, bis ins Detail, stundenlang. Und dann wird hin und her diskutiert. Und ich frage mich dann immer, manche Leute hier, die mir auf den Blog Kommentare geschrieben haben in der Vergangenheit oder hier Kommentare geschrieben haben auf diesem Kanal, die wollten dann immer irgendeine Diskussion beginnen. Und ich glaube, dazu bin ich schon zu israelisch nach all den Jahren. Ich lasse mich auf Diskussionen ein, ja, wenn sie zu irgendwas führen könnten. Aber wenn schon, wenn im Voraus feststeht, das führt zu gar nichts und das wird eine endlose Diskussion um nichts, dann verschwende ich nicht meine Zeit damit, sondern belasse es dabei und ignoriere das. Und da kann mir jemand schreiben, dass ich das größte Arschloch bin, sozusagen. Das ist mir egal. Aber ich lasse mich nicht auf Endlosdiskussionen ein. Und in Israel werdet ihr sehr, sehr viele Leute finden, die, wenn ihr ein Problem habt mit irgendwas und ihr sagt dann, ja, so und so, ne, dann hören sich das die Leute an, manchmal auch nicht, und sagen vielleicht darauf was oder nicht. Oder sie sagen was. Und dann fangt ihr wieder an loszulegen und dann hat man irgendwie die Schnauze voll und dreht sich einfach um und geht. Oder hier in Israel ist es auch gang und gäbe, aus ganz unterschiedlichen Gründen, Leuten, sag ich mal, beim Telefonieren, also du bist da am Telefonieren, rufst jemanden an und dann ist irgendwas und dann legen die Leute den Hörer auf. Einfach so. Das passiert sehr, sehr häufig aus ganz unterschiedlichen Gründen. Nicht nur aus diesem Grund, weil sie jetzt nicht antworten wollen oder so, sondern es gibt auch noch andere Gründe, warum man das macht oder warum man das nicht macht. Ich mache das auch. Ich mache das schon lange. Ich habe mich da ziemlich schnell angepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht darum, sich nicht in irgendwelche Endlosdiskussionen zu verlieren. Es ist schade um die Zeit. Das ist Zeitverschwendung. Wenn man von vornherein weiß, der eine hat seine Meinung, ich habe meine Meinung, dann können wir okay darüber diskutieren oder sowas, vielleicht einen Kompromiss finden, sehr schnell. Ich brauche mal einen schnellen Kompromiss, weil ich verschwende wirklich nicht meine Zeit damit, schon gar nicht online. Und oder man lässt es. Ja, der hat halt seine Meinung, ich habe meine Meinung und jemand anders hat seine Meinung. Und so, ja, okay, deswegen brauche ich nicht meine Zeit verschwenden oder niemand braucht seine Zeit verschwenden. Unter rummachen. Und das finde ich bei Deutschen, das habe ich auch in Deutschland immer wieder erlebt, als ich noch dort gelebt habe in den 90er Jahren, also Ende der 90er Jahre, ist das immer wieder irgendwie gekommen. Dann haben die Leute einfach nicht aufgehört zu labern und zu labern und dann ging das wieder los und das wieder los und dann wurden Sachen vorgekramt und oh, ich habe mich auf sowas in Deutschland eigentlich auch schon nicht eingelassen. Aber es wird immer sehr viel diskutiert und ausdiskutiert. Und wenn alles nicht so funktioniert oder so, oder wenn man nicht eine bestimmte Wörter benutzt oder eine bestimmte Wortwahl benutzt, dann sind die Leute beleidigt.
Das ist hier in Israel nicht der Fall oder nicht so der Fall. Hier sind die Leute mehr gelassener, einige, andere auch wieder nicht. Allgemein kann man das auch nicht sagen. Genauso wenig, wie man sagen kann, alle Amerikaner sind gelassener oder gelassen und das war's. Ja und nein. Es kommt immer auf den Typ Mensch drauf an. Aber wie soll ich sagen? Jeder hat so seine Prioritäten und man fährt vor allem, sage ich mal, in Deutschland kann man das vielleicht machen, aber man fährt zum Beispiel nicht nach Israel, um hier irgendwas zu verbessern oder so. Oder jetzt zu sagen, du hast jetzt die Wörter benutzt und das sagt man nicht und das musst du so und so und so sagen. Also das habe ich öfter in meiner Blog- oder in meiner YouTube-Vergangenheit, wenn man das so sagen kann, erlebt, dass dann Leute schreiben, Deutsche. Da musst du das sagen und das sagen und das kann man nicht so sagen. Und die wollen dich dann immer verbessern. Als ob sie alles, diese Besserwisserei, das geht einem total auf den Geist. Und es ist auch so eine Art fehlende Spontanität. Es ist alles immer so im Voraus geplant. Ne, da wird immer so Plan aufgestellt und der macht das und der macht das und Arbeitsbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung und all solche Sachen. Ja, gut. Also ich bin jetzt nicht, oder in Israel ist man nicht so, dass man sein ganzes Leben verplant. Jeder Tag ist anders und es kann ja immer was passieren. Irgendwas halt, Gutes oder Schlechtes, weiß man ja nie. Und man könnte Israelis zum Beispiel nicht jetzt unbedingt davon überzeugen, irgendwelche Pläne aufzustellen. Wer jetzt zum Beispiel das Treppenhaus macht oder so. Oder weiß ich nicht. Das fängt ja schon an, wie alle in den Bus drängeln oder so. Das könnte man hier in der Gesellschaft so nicht einführen, weil hier sind die Leute, würde ich mal sagen, spontaner, nicht verplant. Und wenn du was sagst, irgendwas, jetzt ist ja egal, was Politisches oder was ganz Normales im Alltag oder beim Arbeitsplatz, wenn du irgendwas sagst, dann könnte vielleicht irgendjemand sagen, ja, das kannst du aber nicht so sagen, ne, oder so. Aber es würde dich nicht jeder verbessern oder es würde dich niemand verbessern. Du musst jetzt dieses Wort benutzen und sonst geht das gar nicht und solche Sachen. Das funktioniert hier nicht. Du machst hier, vor allem Israelis nicht, machst du keine Vorschriften. Und vor allem nicht, wenn du Neueinwanderer bist, dann machst du hier keine Vorschriften jeglicher Art. Jedenfalls nicht in diesem deutschen Hauruck-Ton. Das wäre eine absolute Katastrophe, was du hier machen könntest. Ja, komm aus Deutschland! Da weiß ich das besser. So dieses Herablassende. Israelis haben das manchmal im Ausland auch so ein bisschen. Die bringen das vielleicht auf so eine andere Art rüber. Aber vielleicht nicht so brutal und nicht so, oh, Deutschland! Zumindest nicht so. Wobei es hier auch wieder auf den Typ drauf ankommt und auf die Situation. Aber wie gesagt, was auffällt ist, was mir negativ auffällt, ist, dass auch alles, was ich sage zum Beispiel, und ich mache das so nebenbei, ne? Ich setze mich hin, wenn ich gerade Lust habe, hier einen Stream zu machen über ein Thema. Und ich sitze da nicht stundenlang, bereite was vor. Das Einzige, wie ich mich vorbereite, ist, ich gehe vorher aufs Klo. Also das ist das Einzige, was ich vorbereite. Ich bereite sonst nichts vor. Ich mache mir auch keine Notizen, obwohl ich das manchmal vielleicht machen sollte, weil mir Wörter nicht einfallen im Deutschen. Aber ich weiß ja immer nicht, was so kommt und so, ne? Dann kommt das ganz plötzlich, dass ich so ein Wort benutzen muss. Das weiß ich ja im Voraus nicht. Aber ich bereite mich jetzt nicht auf irgendwas vor. Und ich rede so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, sozusagen. Da kann man jetzt zustimmen, das kann man ablehnen, das kann man scheiße finden, das kann man gut finden, was auch immer. Aber ich sage euch eines, Leute.
Ihr könnt mich, sage ich jetzt einfach mal gerade raus, scheiße finden. Alles, was ich sage, ist scheiße. Kann man ja der Meinung sein. Sind ja auch einige, ne? Weil ich habe von YouTube, kriege ich immer irgendwelche Messages, Notifications, dass ich irgendwelche Hasskommentare habe. Und diese Hasskommentare werden von YouTube immer ausgesondert und nach ein paar Tagen, ich weiß nicht wie viele Tagen, gelöscht. Und ich sehe diese Kommentare nicht. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und hat mir diesen Kommentar geschrieben, ich habe schon längere Zeit keine Kommentare hier mehr gelöscht, sondern das ist YouTube. Die zeigen mir diese Kommentare erst gar nicht an. Alles, was ich in den letzten Wochen, ich habe ja hier nicht viel gemacht auf dem Kanal, bekommen habe an Kommentaren, das habe ich alles veröffentlicht. Da habe ich nichts gelöscht oder so. Aber YouTube zeigt mir halt immer an, du hast einen Hasskommentar gekriegt. Willst du den sehen oder nicht? Und da reagiere ich nicht drauf, dann sehe ich den nicht. Und dann sagen die, okay, wir löschen den in ein paar Tagen. Ja, das war's eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin hier ziemlich spontan und meine Wortwahl ist auch spontan. Und ja, wenn ihr nach Israel kommt, dann werdet ihr Israelis finden mit auch einer spontanen Wortwahl. Und es ist hier nicht so wie leider in Deutschland, dass man viele Wörter auch wahrscheinlich auf die Waagschale legen muss oder so, weil da ist Gender und da kleben sich irgendwelche Leute auf die Straße oder man ist Rassist oder was weiß ich, alles Mögliche. Dass sich da Leute schon gar nicht mehr trauen, irgendwas zu sagen, um nicht in welche Situationen zu kommen, wo sie dann beschimpft werden, was weiß ich, als was, als Rechte, als alles Mögliche halt. Dem ist in Israel nicht so und hier sagt man immer noch, wie das in Deutschland zum Beispiel in den 80er oder 90er Jahren noch der Fall gewesen ist, hier sagt man das gerade raus. Hier sind die Menschen ziemlich, ja. Man sagt immer von Deutschen, dass Deutsche gerade raus sind, so ohne jetzt irgendwelchen Takt oder so teilweise. Bei Israelis würde ich mal sagen, ist das noch viel schlimmer. Israelis sind sehr geradeaus und die fragen dich Dinge. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht vor ein paar Jahren. Die fragen dich Dinge, was du in Deutschland niemanden fragen würdest, den du gerade nicht kennst. Den du vielleicht gerade im Bus getroffen hast, wo du neben jemandem im Bus sitzt und vielleicht irgendein Gespräch angefangen hast oder so, oder überhaupt fremde Leute, würdest du das nicht fragen. Aber hier Israelis sind sehr gerade heraus und sehr neugierig auch und die wollen das alles wissen. Und was sie dich hier alles fragen, von wie viel Miete du zahlst bis wie viel du verdienst, ob du geschieden bist und warum du geschieden bist und ob du verheiratet bist und wie viele Kinder du hast und was deine Kinder machen und warum die das machen und warum die das nicht machen und alles Mögliche. Also es geht um alles. Israelis sind sehr, sehr offen und ich habe das auch schon mal gesagt, zumindest einmal, vielleicht mehrere Male, dass die dann auch im Gegenzug, die erzählen das auch von sich, die wollen das ja nicht nur von dir wissen, aber die erzählen das auch von sich. Und die erwarten dann von dir, dass du auch so offen bist und denen das auch erzählst. Und wenn du dann so verklemmt bist und oh, darüber spricht man nicht und so, und was soll ich da jetzt bloß sagen? Und dann denken die noch, ich bin doof oder Nazi oder was weiß ich, alles Mögliche, ne? Das findet hier nicht so statt. Hier sagt jeder, was er will. Hier ist, Entschuldigung, hier ist so sehr große Demokratie. Die Araber sind übrigens, ja, die Araber sind eigentlich auch so. Würde ich mal sagen. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht etwas weniger fordernd in der Beziehung. Aber Israelis wollen immer alles wissen. Die kommunizieren sehr gerne, die reden sehr gerne, wollen immer alles wissen. Und im Gegenzug musst du natürlich auch etwas von dir offenbaren, sage ich mal. Sonst denken die, du bist irgendwie komisch. Man fängt hier sehr, sehr leicht Gespräche an. Und wie gesagt, hier reden die Leute so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist.
Und hier denkt niemand an, das darf ich nicht sagen und political correct oder so. Das funktioniert hier nicht. Und dann sagen die Leute, was sie wollen. Und dann ist man natürlich oder wahrscheinlich als Deutscher ziemlich geschockt, was die Leute hier so von sich geben. Aber wiederum darf man auch nicht wieder alles auf die Waagschale legen und jedes Wort umdrehen und diese ganze Wortklauberei betreiben. Warum sagt er das jetzt und was denkt er dabei und ist er blöd und ja, man denkt gar nichts dabei. Man macht halt, ist halt so in Situationen, ne? Da redest du und all solche Sachen und da denke ich nicht, was darf ich jetzt sagen, was darf ich jetzt nicht sagen oder so. Ich sag das halt einfach, ist mir doch egal. Und Israelis wissen, wenn man was sagt jetzt, die wissen das zu verstehen, die wissen das zu deuten, auch teilweise diesen ganzen Witz dahinter und diese Ironie. Und bei Deutschen ist es immer sehr kompliziert. Ich habe schon zu Freunden gesagt, ne, wenn ich irgendwas auf dem Blog geschrieben habe oder so, irgendwas vielleicht, was so ein bisschen ironisch sein soll, dann habe ich mir schon gedacht, ich mache da so ein Sternchen dran und unten so eine Footnote, Fußnote oder so heißt das, weiß auch dort, weiß ich nicht, das war ein Witz. Sonst versteht das wieder keiner. Oder die Leute tun sich schwer damit und dann geht es wieder los. Huh, sowas sagt man nicht. Und dann kommen wieder diese ganze Besserwisserei und diese Berichtigung und all solche Sachen. Und hier in Israel findet sowas nicht statt. Da hat jeder seine Meinung, egal welche Meinung er hat, politisch oder überhaupt. Er hat halt seine Meinung. Und ja, gut ist. Da kann man vielleicht diskutieren, vielleicht nicht. Vielleicht sich anschreien und ja, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Aber dann ist auch irgendwie wieder gut. Und jeder hat halt seine Meinung und jeder sagt das. Und ich würde jetzt nicht sagen zu jemandem, das Wort darfst du nicht benutzen, weil das ist falsch und du musst das so sagen und so sagen. Dann denken die Leute, ich habe nicht alle an der Waffel oder so. Oder ich habe einen an der Waffel. Das funktioniert überhaupt nicht. Und viele oder recht viele Juden aus Deutschland, die hier nach Israel einwandern, sprich Aliyah machen, haben damit ihre Probleme mit dieser Gesellschaft hier. Diese Gesellschaft ist sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, geradeaus. Was für andere, auch für Amerikaner teilweise oder für Kanadier hier, teilweise sehr beleidigend ist. Aber das ist jetzt diese ganze israelische Art. Die wollen dich jetzt nicht unbedingt beleidigen. Will dich jemand beleidigen, dann wird er es dir sagen. Aber richtig. Aber diese ganze Ausdrucksweise ist nicht immer so furchtbar ernst zu nehmen und zu tragisch und jetzt diese ganze Wortklauberei betreiben. Und viele Deutsche tendieren auch immer danach, jetzt zu denken, warum hat er das gesagt? Warum hat er das so gesagt und nicht so? Ist das jetzt meine Schuld? Habe ich jetzt da was falsch gemacht? Wie hätte ich mich denn da verhalten sollen, damit er sich anders verhält und das nicht so sagt? Und das, so eine Denkweise, ist für Israelis totale Zeitverschwendung. Ne, dann, ich habe das im deutschen Freundeskreis in den Ende der 90er Jahre gesehen, dann haben die da gesessen stundenlang und interpretiert. Wenn man das so gesagt hätte, dann hätte ich vielleicht das gedacht. Aber der hat das anders gesagt. Und warum hat er das so gesagt? Eine Antwort darauf gab es nicht, weil man hat ja den anderen nicht gefragt, warum hast du das so gesagt? Sondern man hat dann so im stillen Kämmerlein gesessen und überlegt, warum hat er das gesagt? Und dann hat man sich stundenlang damit befasst, vielleicht auch noch geärgert. Und es gab keine Antwort darauf. Sowas zum Beispiel wird ja als totale Zeitverschwendung angesehen. Na, dann hat halt einer was gesagt, das ist mir doch egal. Hier stehen die Leute über vielem drüber. Es gibt Leute, die machen einen total an. Ich habe das heute wieder im Bus erlebt. Oi, 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 oi. Da haben sich
zwei alte Herrschaften, wenn man die so nennen kann. Sie waren keine Herrschaften. Sie waren abgefackelt. Die haben sich mit dem Busfahrer gestritten. Und dann ging das richtig zur Sache. Aber richtig beschimpft. Der Busfahrer hat das nicht ernst genommen, was die beiden Alten da rumgenörgelt haben, obwohl sie ihn als bescheuert, als was noch, als doof, als ja, er soll Scheiße fressen. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, bei YouTube. Halt all solche Sachen. Die haben ihn total beschimpft. Und der hat sich das halt angehört. Die saßen ja gleich neben ihm und haben da rumgerödelt. Und den hat das weniger interessiert. Weil man hat ja immer mit so einer Kundschaft zu tun, jeden Tag irgendwann, ein paar Mal am Tag oder so. Und man steht überhaupt über solchen Dingen, dann macht dich halt jemand doof an. Dann macht dich halt an der Supermarktkette jemand doof an, auf der Arbeit doof an, irgendwo doof an. Aber du lernst mit der Zeit oder solltest mit der Zeit in Israel lernen, das nicht so ernst zu nehmen, darüber zu stehen und das einfach wegzustecken. Und nicht zu denken, oh, meine Güte und alles mies hier, scheiß Land und so, ne? Das machen sehr, sehr viele Neueinwanderer und Israelis sind doof und ich finde alle zum Kotzen und all solche Sachen halt. Man muss über gewissen Dingen stehen. Das ist bestimmt, wenn man aus Deutschland kommt oder vor allem auch aus der Schweiz, wo es ja freundlicher zugeht, sage ich jetzt einfach mal, ist das bestimmt eine Herausforderung, sich dessen hier anzupassen, dem Ton, dem Leben, der ganzen Mentalität, ist das bestimmt ziemlich schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir am Anfang war, dass man muss sich an verschiedene Sachen einfach gewöhnen. Und natürlich ist man am Anfang vielleicht geschockt und auch niedergeschlagen und denkt, ach du meine Güte, wo bin ich denn hier gelandet oder was habe ich jetzt falsch gemacht? Oder denkst du natürlich am Anfang auch, aber dann siehst du andere Leute interagieren, die dann genauso auf sich zu, die sich dann genauso, was weiß ich, anmachen oder so. Und da siehst du dann die anderen halt, die einfach sagen, interessiert mich doch nicht, was du da laberst, lass mich in Ruhe. Und die stecken das ganz einfach weg. Und dann denkst du dir, ah, die stecken das ganz einfach weg, ne? Warum nehme ich das so ernst? Warum verschwende ich meine ganze Zeit und denke darüber nach, ob ich da jetzt schuld bin oder irgendwas? Lass doch reden, ich bin jetzt genauso wie die anderen. Und man muss hier über sehr, sehr vielen Dingen stehen. Wenn man in irgendeine Situation mit Diskussion oder was weiß ich, oder ein Bus oder irgendwo gerät, dann sollte man wissen, wie man aus dieser Situation irgendwie rauskommt, unbeschadet. Und man muss halt vieles ignorieren. Und ich lasse mich grundsätzlich nicht auf irgendwelche Streitereien ein. Ich sage dann einfach nichts mehr. Dreh mich dann einfach um oder so und ignoriere das, schau halt woanders hin, ist mir doch egal. Das regt dann die Leute erst einmal richtig auf. Aber ich bin eigentlich recht wenig in solchen Situationen, ganz selten mal. Aber andere suchen das vielleicht immer. Auch viele ältere Leute, die haben den ganzen Tag nichts zu tun, ne? Da motzen sie halt rum oder irgendwelche Sachen. Aber ihr solltet, wenn ihr hier seid im Land, vielleicht als Neueinwanderer, Touristen kommen und gehen, ne? Das ist eigentlich egal. Aber ihr solltet vieles halt nicht so furchtbar ernst nehmen und da drüber lachen oder so. Oder es gibt so verschiedene Satire, ne, was man sich so unter Freunden erzählt, mit Amerikanern oder Israelis, ne? Und da macht man sich über bestimmte Situationen total lustig und imitiert das. Und die anderen lachen auch und ja, das ist immer wieder typisch, ne? Das darf man nicht jetzt so furchtbar ernst nehmen. Und es ist auch so, dass, sagen wir mal, ihr könnt kein Hebräisch und ihr sprecht jetzt Englisch. Ne? Ihr sprecht jetzt mit Israelis Englisch. Das Englisch der meisten Israelis ist sehr begrenzt. Das habe ich gemerkt, als ich
bei den Kursen war von der Jerusalem Post, wo ich nach meiner Arbeit dann bei der Jerusalem Post war und da auch noch gearbeitet habe und Englischunterricht gegeben habe, da merkt man, wie schlecht die meisten Israelis eigentlich Englisch sprechen. Grammatikalisch und all solche Sachen. Oh, furchtbar. Und deswegen belegen sie auch gerne Englischkurse, um das auch zu lernen. Weil Bibi Netanyahu spricht super Englisch, haben mir die Leute immer gesagt. Sie wollen das auch können. Das war jetzt auch ein Witz. Fußnote. Und wenn ihr dann als Touristen kommt und auf Englisch mit Israelis kommuniziert, aufgrund dessen, dass das Englisch vieler Israelis sehr eingeschränkt ist, sagen die halt irgendwas. Die versuchen sich auszudrücken mit den Worten, die sie in Englisch können. Und natürlich kommt das immer oder oft nicht sehr freundlich rüber, aber das ist so, wie sie sich ausdrücken können. Das sind die Wörter, die sie wissen. Und man denkt nicht darüber nach, wie das jetzt beim Gegenüber ankommt. Ob das jetzt freundlich klingt oder darüber denkt man überhaupt nicht nach. Man konzentriert sich auf die Wörter, um diesen Satz jetzt zu sagen. Irgendwie. Und dann ist man froh, dass man ihn raus hat. Und wie das bei dem anderen ankommt, ist egal. Hauptsache, man hat diesen Satz zustande gebracht. Und das muss man natürlich auch immer noch in Erwägung ziehen, dass viele Leute hier eingeschränkt sind in ihrer Wortwahl bei anderen Sprachen. Und das dann halt nicht so perfekt Deutsch irgendwas rüberkommt. Aber selbst wenn man Hebräisch spricht und so, dann kommt das auch nicht immer so perfekt rüber, weil man redet einfach so, man denkt jetzt nicht darüber nach. In Deutschland zum Beispiel, also zu meiner Zeit habe ich das nicht erlebt. Ist ja schon lange her. Aber jetzt sagt man immer irgendwie so, habe ich in einigen Videos gesehen auf YouTube und dann sagst du immer, kann ich das haben oder ich hätte gerne das? Und dann sagen die immer gerne. Und habe ich gedacht, wieso gerne? Hat zu mir niemand gesagt in Deutschland. Habe ich auch nie mitgekriegt, dass das jemand benutzt hat. Vielleicht ist das ja neu. Und hier würde das niemand sagen. Hier ist so, gib mir das. Nicht alle, ne? Manche sagen auch, ich hätte gerne. Aber die meisten sagen, weil das halt so Umgangssprache ist, gib mir das. Und dann dreht man sich um und dann gibt man das auch nicht, ne? Aber da ist jetzt niemand beleidigt, wenn da einer sagt, gib mir das mal. Oder mach mal das Fenster auf. Oder geh mal dahin. Da ist niemand beleidigt. Es wird hier sehr, sehr viel in der hebräischen Sprache im sogenannten Befehlston. Ich weiß gar nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt, glaube Imperativ oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr. Im Befehlston geredet. Ohne dass es ein Befehl ist. Man meint das jetzt nicht so. Aber Hebräisch ist eine sehr, sehr kurze Sprache, eine kurz gefasste Sprache. Und da ist das nun mal so, dass man so in kurzen Sachen was ausdrückt. Und da sagt jetzt keiner gerne oder so oder was weiß ich, alles Mögliche, sondern man ist sozusagen gerade raus. Und das nimmt man jetzt nicht persönlich, sondern das ist einfach so. Wie gesagt, nehmt nicht alles so furchtbar ernst. Israelis nehmen das nicht ernst. Die sehen über vieles drüber weg, auch im Alltag und so. Und manchmal fragst du jemanden was und du kriegst überhaupt keine Antwort. Und dann gehe ich halt zum nächsten und frage da nochmal, bis ich irgendwie vielleicht eine Antwort kriege. Aber ich bin da jetzt nicht sauer oder beleidigt oder irgendwas. Man nimmt das Ganze dann mit der Zeit oder sollte man so ein bisschen lockerer. Und viele Sachen nimmt man auch selber an. Ich habe viele Sachen auch angenommen. Wie zum Beispiel einen Hörer auflegen oder so. In bestimmten Situationen, wenn es nichts bringt, ich diskutiere doch da nicht rum. Da lege ich auf. Zeitverschwendung, kann ich was anderes machen. Ärgere ich mich jetzt nicht hier rum mit irgendwelchen Sachen noch stundenlang. Nö, ist mir zu blöd. Ja, das ist ein großer Unterschied, dass Deutsche alles auch zu anderen Ländern, dass Deutsche alles sehr, sehr ernst nehmen, Wortklauberei betreiben und alles auf die Waagschale legen, ohne mal irgendwie so ein bisschen
Humor zu zeigen oder das vielleicht nicht mal ernst zu nehmen oder irgendwann einen Witz zu machen oder vielleicht irgendwas zu sagen, was, weiß ich nicht, was ein bisschen lustig ist oder so oder irgendwas oder ja, halt sowas. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch wieder Kommentare oder so, die entweder von YouTube gelöscht werden oder wo dann wieder alles so furchtbar ernst genommen wird. Wenn ihr alles so furchtbar ernst nehmt, dann könnt ihr hier in Israel auf längere Zeit nicht existieren. Es sei denn, ihr schließt euch im Zimmerchen ein oder so und bleibt nur für euch alleine. Aber es bleibt nicht aus, ist egal, wohin ihr geht, dass irgendwo irgendwer jemand was sagt. Und Deutsche sind dann sehr, sehr häufig sofort beleidigt. Bei Franzosen habe ich das jetzt noch nicht so erlebt, aber Deutsche sind dann, oh ja, wieso hat er das jetzt gesagt, ne? Und all solche Sachen, unverschämt, ne? Unverschämtheit hier, geht ja gar nicht und all solche Sachen. Man muss sich da schon in eine ganz andere Gesellschaftsform einfügen. Was ich auch erwähnt habe noch ist, dass Deutsche alles besser wissen. Das ist manchmal bei Israelis auch so, aber in einer anderen Art und Weise. Und man weiß grundsätzlich alles besser. Bei Deutschen ist das so ein bisschen die Besserwisserei eingeschränkt. Da ist auch immer noch diese, wenn du irgendwie nicht so konform gehst oder so, dann hört sich das immer an, als ob Deutsche denunzieren. Ne? Die gehen dann immer irgendwo hin und das sage ich. Und so, das ist hier nicht so. Und Deutsche verklagen sich auch sehr, sehr häufig, so Nachbarn und so, Nachbarschaftsstreit. Das ist hier weniger, weil das kostet ja alles Geld. Also hier ist alles teuer, da überlegt man sich das schon, ob man sich einen Anwalt leistet und solche Sachen. Und meistens dann nicht. Oh, es gibt, gut, es gibt Rechtsschutzversicherungen, aber eine Rechtsschutzversicherung hier tritt nicht für jeden Müll ein, den man da irgendwas mit seinen Nachbarn hat. Also man muss das dann schon irgendwie anders lösen oder man redet halt nicht mehr miteinander in der Nachbarschaft, man ignoriert sich. Das habe ich sehr, sehr häufig erlebt bei anderen Leuten, die ich kenne. Ja, mit dem reden wir nicht mehr, haben wir keinen Kontakt. Ja, so löst man das dann eher. Bei Deutschen ist es noch häufig so, dass die immer bohren. Die, wenn man jetzt irgendwas diskutiert hat oder so und man hat die Schnauze voll, so wie ich, und sieht, dass das zu nichts führt, dann versuchen die immer noch zu bohren und zu sticheln. Das finde ich, ist hier eigentlich in Israel weniger der Fall. Also ich habe es jetzt noch nicht so erlebt, irgendwie gravierend oder so. Wenn man sich hier umdreht oder so und einfach nicht mehr will, dann kann es sein, dass die Leute dir irgendwas hinterher schreien, oh, bist ja eh doof oder so, ne? Das kann schon sein, aber ja, dass jetzt hier so gestichelt wird oder so und all solche Sachen, nee, eigentlich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber ich würde mal sagen, die große Menge jetzt nicht unbedingt. Wie gesagt, da sind wir beim Thema, lass mich doch in Ruhe, was du machst, ist mir egal. Und dann geht man nach Hause oder so oder geht irgendwo hin und genießt das Leben und macht sich darüber eigentlich gar keine Gedanken mehr. Man vergisst das einfach, man steckt das weg, das gehört hier dazu. Und die Gesellschaft ist einfach so. Du hast mehrere Situationen am Tag, wo vielleicht irgendjemand was zu dir sagt. Irgendwas halt. Aber das Problem ist halt, dass Deutsche sehr anfällig dafür sind und was jetzt gar nicht so gemeint war, das sehr, sehr ernst nehmen und dann ja beleidigt den Schwanz einziehen sozusagen. Also das ist schon der Fall. Was natürlich hier auch in Israel ist, ist, dass es viele Leute aus aller Herren Länder gibt. Dazu gibt es, habe ich ja schon mal gesagt, aschkenasische und swadische Juden. Also swadische Juden kann man grob übersetzen, orientalische Juden. Und da ist natürlich wieder eine ganz andere Mentalität als zum Beispiel bei aschkenasischen Juden. Mir sind swadische Juden lieber.
Wenn ich jetzt das mal so verallgemeinern kann, mir sind swadische Juden lieber als Arbeitskollegen oder auf dem Amt oder was weiß ich wo. Die sind mir lieber als viele Aschkenasim, als viele aschkenasische Juden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung und das sollte man akzeptieren, ohne, wenn man andere Erfahrungen hat, kann man das gerne haben. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Du hast natürlich hier ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Juden aus allen Herren Ländern und natürlich hast du die swadische Mentalität und die aschkenasische Mentalität, worauf ich noch in einigen anderen Streams näher drauf eingehen will. Aber das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und genauso wie gesagt, wie in Deutschland einige Bundesländer oder so. Aber was mir bei Deutschen auch noch auffällt, ist ihr Perfektionismus. Es muss alles perfekt sein. Ob das ein geputztes Treppenhaus ist oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf der Arbeit oder es muss irgendwie alles perfekt sein. Auch hier zum Beispiel bei mir auf dem YouTube-Kanal hat jemand mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, also bestimmt schon, weiß nicht, 5 Jahre her oder so. Oder vielleicht weniger, weiß, ist egal. Ich bin jetzt nicht perfekt, weil ich das nicht mehr weiß. Ist ja auch egal. Jedenfalls hat mir jemand gesagt, ich sollte das hier alles ein bisschen professioneller machen. Und halt, weil alle das in Deutschland professionell machen. Die haben dann super Mikrofon, die haben super Kamera, nicht nur so wie hier bei mir beim Laptop. Und die haben alles total super, alles perfekt für das perfekte Video oder für den perfekten Stream. Ich habe das nicht. Mir ist das eigentlich egal, weil ich mache das ja nicht professionell. Vielleicht könnte ich mir mal was zulegen. Habe ich aber noch nie so jetzt dran gedacht. Auch nicht, als ich in der Stadt war oder so. Und da irgendwann ein Mikrofon zu kaufen oder so. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber die haben mir dann gesagt, ja, andere machen das aber auch so. Und da ist das ein bisschen perfekter und ein bisschen professioneller. Und da habe ich mir gedacht, und andere machen das so wie ich und haben auch weiter keine Ausrüstung oder so. Und machen das auch so wie ich. Mir ist das eigentlich egal. Es kommt ja immer drauf an, was jemand zu sagen hat und nicht, wenn ich den so ungefähr verstehe und höre und vielleicht noch ein Bild habe oder so oder auch nicht. Das Bild ist mir dann schon wieder nicht so wichtig, sondern der Inhalt, der rüberkommt, dann reicht mir das. Aber ich brauche keinen Perfektionismus in meinem ganzen Leben. Hier in Israel ist es so, dass wenn du irgendwas machst, ja, irgendwas. Zum Beispiel, wenn du in Deutschland, so stelle ich mir das vor, ein Formular ausfüllst für ein Amt oder so, da muss das alles irgendwie so, ja, perfekter sein und so richtig schön aufgelistet und schön unterschrieben mit der Hand und alles Mögliche, so eine bestimmte Form muss eingehalten werden oder irgendwas. Und hier ist das immer schon, hast du einen Zettel oder so, oder hast du das Formular, hast du irgendwie ausgefüllt. Ja, das Wichtigste ist drauf, vielleicht nicht alles, ne, aber das Wichtigste ist, hast du ausgefüllt, okay, passt schon, passt. Und hier ist das, hier weiß ich nicht, hier nimmt man das jetzt ja irgendwie schon ernst, ne, aber es wird nicht so auf diesen Perfektionismus geachtet, das muss jetzt perfekt sein. Das, natürlich gibt es Dinge, die perfekt sein müssen, wenn man zum Beispiel bei der Armee ist oder bei der Polizei oder was weiß ich. Oder als Handwerker, da, naja, da habe ich auch schon meine Erfahrung, aber dann sollte das irgendwie alles schon okay sein. Aber es gibt total viele Situationen im Alltag, da machst du irgendwas und das ist nicht so perfekt oder so, ja, passt schon. Oder schreibst irgendwas oder gibst einen Zettel ab oder so und hast gerade mal den miesesten Zettel oder sowas, das ist mir auch schon passiert, habe ich irgendwas aus dem Rucksack gezogen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt nur das Stück Papier hier. Ja, das schreibe ich da drauf. Ne? Geht das? Ja, passt schon, passt schon. Und
Hier wird nicht alles so als perfekt betrachtet oder die Erwartungen sind nicht jetzt so hoch, dass jetzt alles perfekt ist. Ja, es läuft irgendwie das Leben, es geht alles so vonstatten und es funktioniert schon alles irgendwie, aber man muss halt über vieles hinwegsehen und man darf auch nicht zu viel erwarten und das erwartet hier. Manche erwarten vielleicht viel, aber die wissen, was sie zu erwarten haben, nämlich nicht so viel. Und weiß ich nicht, das ist hier nicht so wichtig. Es wird nicht so, ich weiß nicht, bei deutschen Videos fällt mir das auch immer auf. Perfekte Worte, perfekte Ausrüstung, perfekte Wohnung, perfekte Küche, perfektes Geschirr. Alles muss irgendwie so. Ja, meine Güte, ich stehe morgens auf und mache nicht jeden Morgen mein Bett, weil ich irgendwie immer schnell weg muss. Heute früh war das auch schon wieder, musste ich zur Krankenkasse. Morgen habe ich auch schon wieder was vor. Der begleiche eine Freundin, die muss zum Arzt, die hat einen größeren Arzttermin, da wird irgendwas gemacht. Und übermorgen muss ich wieder ins Krankenhaus, in die Onkologie. Da fängt meine neue Behandlung an und. Oh, und wenn ich morgens früh aus dem Bett bin oder so, dann lasse ich das erstmal alles liegen, bis ich nach Hause komme. Ich bin auch nicht jeden Tag am Staubwischen. Dazu habe ich oft gar nicht die Kraft, wegen meiner ganzen Krebsbehandlungen und so. Und dann bleibt halt vieles liegen. Dann bleibt das halt liegen. Dann mache ich halt das Bett erst, wenn ich nach Hause komme, am Nachmittag oder gegen Abend, das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch schon mein Bett gemacht, bevor ich reingestiegen bin. Alles nochmal aufgeschüttelt. Meine Mutter hätte sowas nie gemacht. Die hat nie das Haus verlassen, ohne dass das Bett morgens gemacht wurde und all solche Sachen. Vieles ist halt für jemanden nicht so wichtig. Ich sage jetzt nicht, dass die Wohnung total verdreckt sein soll oder irgendwas oder messy oder sowas. Aber ja, meine Güte, da jeden Tag irgendwie Staub wischen und rumsaugen und wischen und hier und da und ständig Fenster putzen. Und ja, es ist halt nichts perfekt. Also für viele Deutsche, wenn sie meine Fenster sehen würden, dann würden sie denken, was weiß ich, Pessach kommt ja bald, ne, im April. Da wird dann vorher sowieso wieder geputzt, dann ist erstmal wieder alles sauber für ein halbes Jahr oder so. Ich meine jetzt die Fenster. Obwohl der Regen jetzt neulich hat die Fenster eigentlich ganz gut geputzt. Muss ich schon sagen. Also ist besser als vorher. Aber wir haben hier auch viel Staub. Und der immer durch die Gegend fliegt und so. Wenn Wind aufkommt, hier kannst du putzen. Und am nächsten Tag ist wieder alles staubig. Und oft haben wir auch Sand kommen bei starkem Wind aus der Wüste und so, wird alles aufgeschleudert und dann läufst du hier irgendwo auf dem Fußboden und dann knirscht alles. Dann hast du gerade gestern vielleicht mal geputzt und dann ist am nächsten Tag ist wieder das Gleiche. Aber ich würde jetzt hier nicht irgendwie sowas Perfektes oder so veranstalten. Und das machen die Leute auch nicht. Natürlich gibt es bestimmt irgendwelche totalen Perfektionisten oder so. Aber so fanatisch dahinter zu sein und alles perfekt haben wollen, gibt es hier im Land eigentlich kaum oder kaum bis gar nicht sowas dazwischen. Es gibt hier in Israel auch keine Gardinen. Ich habe im November habe ich ein deutsches Ehepaar getroffen, mit denen, also getroffen, ja, mit denen war ich essen und dann habe ich die gefragt, ob man in Deutschland noch Gardinen hat. Ich hatte in Deutschland, als ich da gewohnt habe, keine Gardinen. Ich habe sowas immer gehasst. Meine Mutter war immer am Gardinenwaschen und hier und da gezupft und so. Sowas konnte ich nie ausstehen und ich hatte nie Gardinen an den Fenstern, als ich noch in Deutschland gewohnt habe. Und ich habe auch hier keine Gardinen. Und in Israel, also die haben dann gesagt, ja, in Deutschland hat man noch Gardinen vor den Fenstern. Und hier ist das nicht so. Also du würdest hier bestimmt auffallen oder es halt nicht so oder es eher selten,
dass jemand Gardinen im Fenster hat. Israelis haben keine Gardinen. Man hat Vorhänge, die man abends, wenn es dunkel wird, zuzieht und wenn man das Licht anmacht. Was sehr verbreitet ist im ganzen Land, sind Trissim, das sind Jalousien, die man dann so, ja, zumacht und so, wo dann keiner reinschauen kann. Und sowas gibt es halt. Also Vorhänge und Jalousien. Und aber Gardinen oder so zum Beispiel hat hier keiner am Fenster. Und niemand würde sagen, wenn man jetzt keine Gardinen hat, das hat ja keine Gardinen, aber niemand würde auf die Idee kommen, dass es jetzt hier asozial aussieht oder so, weil man keine Gardinen hat. Es gibt keine Gardinen. Man hat auch normalerweise, es gibt bestimmt wenige Ausnahmen, aber normalerweise hat man in Israel auch keine Tapeten an der Wand. Man hat die Wände so angemalt, ohne Raufaser oder so. Einfach nur die Wand, entweder weiß oder was weiß ich, oder hellblau oder was man halt immer auch für eine Farbe will, solche Sachen. Aber man klebt keine Tapeten an die Wände. Man hat halt Wände, kann man ja draufmalen, was man will oder so, und streichen und solche Sachen. Aber man hat halt nur eine Wand mit Farbe, ohne Raufaser und sowas. Und ohne Tapete. Und die meisten Leute haben auch jetzt nicht so unbedingt Teppiche. Weil wenn du hier Sommer hast und so, dann wäre das mit Teppichen total heiß in der Wohnung. Ist eh schon heiß genug. Und es wäre dann total heiß. Und in den Teppichen bei dieser Hitze sammeln sich ja auch, was weiß ich, vielleicht irgendwelche Viecher oder Bakterien oder so. Das wäre hier irgendwie total unhygienisch. Und hier in Israel hat man eigentlich nur Steinfußboden, also so Platten aller Art, und die wäscht man. Man wäscht hier den Fußboden und das war's. Also natürlich gibt es ja auch Staubsauger und sowas, ne? Und normalerweise haben die Leute irgendwie schon Teppiche, aber nicht jetzt, die den ganzen Raum ausfüllen, sondern halt kleinere Teppiche unterm Wohnzimmertisch oder für die Kinder zum Spielen, und das meistens auch in den Wintermonaten, dass da vielleicht im Kinderzimmer wird so ein Teppich ausgerollt, und da spielen dann die Kinder drauf, damit das nicht so kalt ist. Aber jetzt so die ganze Bude mit Teppichen ausgelegt und so, also so überall so Teppich durch den ganzen Raum, sowas findet man hier eigentlich nicht. Ich finde da die israelische Variante mit dem Fußboden wischen, finde ich viel besser. Das geht viel schneller, ist viel sauberer und ist nicht so stickig oder so, dass man da diese stickige Teppichluft oder sowas hat. Ist ja, wie gesagt, vor allem viel einfacher zum Saubermachen, wenn mal was runterfliegt oder so. Da brauchst du jetzt nicht irgendwelches Teppichschaum oder so unter rumbürsten und wischen, sondern hier hast du es auf dem Fußboden, wischte. Und dann ist der Fall gegessen, sozusagen. Ich denke mir, dass für mich war das am Anfang auch total ungewohnt. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwie asozial oder so. Aber dann kommt man zu dem Schluss, dass das hier alle machen und dass es nun mal so im Land ist. Das hat jetzt nichts mit asozial zu tun oder irgendwas, aber es ist nun mal so. Es ist ein anderes Land, es ist eine andere Mentalität, und das bedeutet ja nicht, dass diese Mentalität schlechter ist oder besser als deutsche Mentalität. Deutsche stellen sich sehr, sehr häufig über andere Völker, über andere Länder und meinen, sie wissen alles, sie sind viel besser, weil sie aus Deutschland kommen. Und all solche Sachen. Dafür sind Deutsche auch sehr, sehr berühmt in der Welt, dass sie immer alles besser wissen. Ich habe das hier schon erlebt. Da sind deutsche Touristen in Tel Aviv, die waren noch nicht ganz im Supermarkt. Da haben sie schon gelästert. Also die hatten gerade mal die Tür auf, waren noch am Reingehen und fingen schon an, wie sieht's denn hier aus? Ne? Und dann ging es schon los, also untereinander.
die haben jetzt nicht zu dem Personal gesagt. Aber es wurde schon gelästert, bevor man überhaupt richtig drin war und mal irgendwas kennengelernt hat. Und das stört halt auch viele Leute in anderen Ländern, dass Deutsche sich immer so erhaben fühlen und alles besser wissen und meinen, weil sie jetzt drei Wikipedias über Israel gelesen haben, wissen sie alles besser als alle Israelis zusammen. Oder sie wissen überhaupt alles besser, weil sie gestern die Tagesschau gesehen haben. Oder weil sie, was weiß ich, irgendwas gelesen haben oder so, was irgendein Journalist sich wieder zusammengestückelt hat. Und dann kriege ich Kommentare oder Touristen kommen hierher und sehen dann irgendwie, die Touristen, die hierher kommen, die sehen dann irgendwie, dass es hier gar nicht mal so ist, dass es ganz anders eigentlich ist. Jedenfalls die Touristen, die Augen aufmachen, richtig. Und für mich ist das natürlich schwer zu erklären. Dann geben mir Leute irgendwelche, Entschuldigung, dann geben mir Leute 1000 Links. Lies mal das, schau mal das Video an, da sagt der das. Und wenn ich dann irgendwie das Video kurz anklicke, dann weiß ich, dass das meistens ein Amerikaner ist, immer derselbe, der hier nicht richtig integriert ist, der immer in seiner amerikanischen Community lebt und dann irgendwelche Berichte macht aus seiner amerikanischen Community-Sicht heraus, was mit israelischem Leben eigentlich nichts zu tun hat. Oh, solche Leute meine ich hier eigentlich auch, weil die kennen sich, die wissen hier überhaupt nichts vom Leben und leben so in ihrer kleinen Blase, dass sie hier nichts mitkriegen. Und das sind die typischen Aruz Sheva, die Israel National News Leser. Das sind die typischen. Und wie gesagt, ihr solltet, wie soll ich das sagen, ihr solltet hier nicht herkommen und mit irgendwelchen Sachen, die ihr von irgendwem gehört habt, aus den deutschen Medien, aus, weiß ich nicht, solltet ihr nicht mit dem Wissen kommen und irgendwelche Leute anquatschen und denen vielleicht sagen, dass ihr jetzt alles wisst, ihr seid total informiert, weil wir sind hier alle doof, obwohl wir hier im Land leben, sind wir hier alle doof und haben eigentlich gar keine Ahnung, was hier abläuft. Solche Leute möchte ich immer mal gerne auf irgendein Amt hier schicken, damit sie mal sehen, was los ist. Ich glaube, wenn diese Leute, genau diese Touristen hier auf irgendein Amt gehen würden, dann würden sie den Angestellten auf diesem Amt auch noch sagen, ich weiß das und du bist eigentlich doof. Ich habe vor 4 Jahren oder so, hat mir eine geschrieben, da hatte ich mit der zu tun, so ein bisschen. Ich kenne die Frau nicht, war aus Berlin und die hat mir geschrieben, dass sie, das ist jetzt mittlerweile 19 Jahre her, dass sie hier war. Für 3 Monate war sie in Jerusalem. Und als Touristin für 3 Monate. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo sie mir das gesagt hat, war das schon 15 Jahre her. Und dann hat sie mir gesagt, alles, was ich sage, ist falsch. So hat sie das hier nicht erlebt. Erstmal war das vor 15 Jahren, was sie hier vielleicht erlebt hat. Zweitens ist sie kein Staatsbürger, sie war hier Touristin und sie kann das gar nicht erleben, was ich erlebe, weil mit bestimmten Ämtern und so hast du eigentlich als Staatsbürger zu tun und du gehst da nicht als Touristin. Als Tourist gehst du aufs Innenministerium und holst dir vielleicht eine Visaverlängerung. Und das ist alles, was du hier als Tourist eigentlich machst. Und da habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt sagen? Sie weiß alles besser. Alles hier ist Müll, was ich sage. Ja gut, dann ist alles Müll, was ich sage. Meine Güte, kann ich auch nichts ändern. Dann ist alles Müll, was andere Israelis sagen, ist auch alles Müll, weil sie hat das alles anders erlebt. Dann sind halt hier alle in Israel doof. Und wir haben keine Ahnung und sie ist die Einzige, die Ahnung hat, weil sie mal vor 15 Jahren, mittlerweile ist das 19 Jahre her, einmal hier war für 3 Monate.
als Touristin. Ja, da habe ich mir dann auch gedacht, was soll ich da sagen, ne? Da habe ich dann gar nichts mehr gesagt und wurde sie dann ziemlich schnell, Gott sei Dank, los. Aber das sind halt immer so die größten Unterschiede. Man könnte natürlich jetzt noch vom Essen reden und von den ganzen Gesetzen hier, von der Arbeit, von der Arbeitsmentalität, von allem Möglichen kann man jetzt noch reden. Es gibt mit jedem Land zu Deutschland gibt es total große Unterschiede. Es gibt natürlich, was ich jetzt gesagt habe, das sind die gravierendsten Unterschiede vielleicht. Vielleicht gibt es noch andere gravierende, fallen mir gerade nicht ein. Ich habe mir da keine Notizen gemacht. Da kommt der fehlende Perfektionismus zum Vorschein. Es gibt natürlich viele, viele andere Sachen. Aber ich denke, dass man, nur egal ob als Israeli oder als Deutscher oder als Schweizer oder als Österreicher oder als Luxemburger, wenn man irgendwo in ein anderes Land fährt, dann ist das halt anders. Dann kann ich das nicht alles mit dem vergleichen, wo ich herkomme. Ich finde das immer total toll, wenn man irgendwo hinfährt und was ganz Neues sieht. Wo ich nochmal hinfahren wollen würde, wäre Prag. Also das zieht mich irgendwie total an, würde ich gerne mal sehen. Und nicht nach Deutschland, aber Prag zum Beispiel. Oder auch New York. Also Prag und New York, das wäre schon echt was Gutes, wenn man da mal hin könnte. Und ich würde da jetzt nicht sagen, oh, in Israel ist aber alles so. Oder in Deutschland ist alles so. Ich würde nur schauen, was die Leute da so machen und wie die da so sind und wie das da so läuft. Das interessiert mich. Und nicht gleich mit der Besserwisserei ins Haus fallen und langes Gesicht ziehen und jedes Wort auf die Waagschale legen und oh, das ist ja ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Aber ich muss sagen, es gibt auch total tolle Deutsche mit einer sehr guten Art von Humor. Und wenn ich mich mit jemandem abgeben würde, dann wäre das so jemand, der irgendwas, der auch eine gewisse Art von Humor versteht und nicht so miesepetrig da sitzt und, oh, und dann immer das macht man nicht und das macht man nicht und sich da gegenseitig denunzieren oder so. Ach, meine Güte, man kann auch sein ganzes Leben mit irgendwelchen unnötigen Sachen verschwenden. Und ich würde mal sagen, in Israel konzentriert man sich mehr auf, weiß ich nicht, auf sein Privatleben oder so und was unterwegs am Tag passiert oder so. Oder da hat wieder jemand irgendwie blöd gelabert oder so. Oder im Bus saß jemand neben mir, der hat mich dumm angemacht oder irgend sowas. Oh, geh mal weg, ich will da sitzen und so. Ne? Das nimmst du halt nicht ernst. Da denkst du halt, pff, das hat man nach 2 Minuten. Nach weniger als 2 Minuten wieder vergessen. Und ich finde, das macht das Leben wesentlich einfacher, wenn man nicht alles so furchtbar ernst nimmt und, weiß nicht, die anderen Leute halt, wenn einer jemand anmacht, dann lässt man halt den anderen sein, ne? Was weiß ich, was der für Probleme hat. Vielleicht hat er gerade einen schlechten Tag oder so. Kann ja auch sein, ist mir egal. Aber ich finde, man sollte wissen, was man im Leben ernst zu nehmen hat und was man nicht ernst zu nehmen hat. Das ist sehr, sehr wichtig und das sage ich euch mit meiner Krebserkrankung, dass ihr euch im Leben mehr auf die positiveren Dinge konzentrieren solltet, als auf irgendwas Negatives und auf irgendwelche blöden Leute, die nur den ganzen Tag rummotzen oder so. Das bringt eh nichts. Oder die alles besser wissen oder was weiß ich alles. Oder die meinen, sie sind besser. Sowas bringt es eigentlich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt so ein paar Unterschiede deutlich gemacht. Natürlich ist sowas immer sehr, sehr schwer rüberzubringen, weil die israelische Gesellschaft ist sehr, sehr unterschiedlich. Du hast hier total viele unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Denkweisen aus mit unterschiedlichen Mindsets, von unterschiedlicher Herkunft und alles natürlich spielt das auch noch eine ganz große Rolle. Aber es gibt schon so ein typisches israelisches Verhalten oder eine typische israelische Denkweise,
bei allen auf eine gewisse Art und Weise. Genauso wie das vermutlich in Deutschland der Fall ist, denn in Deutschland legt man immer noch Wert auf Pünktlichkeit und Fleiß, weiß ich nicht mehr so, habe ich schon einige Sachen gehört, dass es da auch nicht mehr so ist, aber Pünktlichkeit und dass, wenn ich etwas verspreche zum Beispiel, dass ich das einhalte. In Israel die Pünktlichkeit ja und nein. Kommt immer drauf an, wer, wo, wann, was. Aber jetzt nicht so mit der Minute oder auf die Sekunde wie in Deutschland. Also hier verspäten sich Leute auch, weil ist halt so, ne? Aus allen möglichen Gründen, manchmal aus keinem Grund, ist halt so. Und das darf man dann nicht so ernst nehmen. Natürlich gut, wenn ich eine halbe Stunde warte, bin ich auch sauer. Aber wenn da jemand eine Viertelstunde zu spät kommt oder so, ne, macht mir nichts aus. Fleiß, ja, gibt es in Israel. Natürlich. Also hier ist nicht alles so verrottet oder so, wie man vielleicht meint. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sind sehr deutsch in ihrem Arbeiten, die sind sehr genau. Genauestens und halten sich an die Vorschriften und all solche Sachen gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch Schludereien und solche Sachen gibt es auch. Vielleicht etwas mehr als in Deutschland. In Deutschland, glaube ich, legt man immer noch Wert auf bestimmte Tugenden, zumindest etwas versprechen. Es gibt hier bestimmt viele Leute, die versprechen irgendwas. Ja, die versprechen euch, was weiß ich. Ihr dürft das auch nicht alles glauben. Viele Versprechen werden nicht eingelöst, weil sich plötzlich was ganz anderes ergibt. Ganz andere Situationen kommen auf. Das ist dann eher ungewollt, dass man das nicht einhält. Und oft sagen die Leute irgendwas, was ihr vielleicht aus Deutschland als Versprechen auffasst, aber was Israelis gar nicht so meinen. Also sie haben jetzt irgendwas gesagt und ihr denkt, ah, okay, der sagt das, der hat mir da jetzt zugesagt, also das habe ich zumindest verstanden und dann ist das so. Und am Ende ist das nicht so, weil der andere, der Israelis, das gar nicht als Versprechen gesehen hat. Dann gibt es wieder Leute, die versprechen euch wirklich was und halten es nicht ein. Da muss man immer, vieles kann man schon im Voraus erwarten oder erahnen. Man muss nur auf die jeweilige Person schauen und sie einschätzen können. Dazu müsst ihr natürlich die Sprache können. Im Englischen, wenn Israelis dann Englisch reden, dann scheint das immer alles so super duper. Wenn man dann mit denen Hebräisch redet und so, und da kommen irgendwelche Sprechen auf, dann kann man das oft einschätzen, ob das wirklich ernst gemeint ist oder nicht. Aber man sollte jetzt als Deutscher auch nicht zu enttäuscht sein, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann geht's halt nicht. Das darf man dann auch wieder nicht auf die Waagschale legen und auch nicht wieder sitzen und interpretieren, warum, was passiert ist. Dann wurde halt was nicht eingehalten, dann ist das halt so, das Leben geht weiter, dann mache ich halt was anderes im Leben. Das Leben geht ja immer weiter, dann muss ich das wegstecken und das war's dann. Ob wir hier alle gelassener sind, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Manchmal auch nicht. Manchmal sind die Leute sehr gereizt. Unter anderem auch vielleicht, wenn irgendwelche Terroranschläge waren, zum Beispiel. Oder jemand hat irgendwelche privaten Probleme. Es ist nicht immer alles so gelassen oder so. Oder super toll und super freundlich. Es gibt viele freundliche Leute. Es gibt Leute, weiß nicht, die rasten auch aus und es gibt eigentlich alles, was es nicht gibt. Nur wird im Unterschied zu Deutschland das hier alles offener gelebt. Hier schämt man sich nicht, etwas zu sagen oder Gefühlsausbrüche zu zeigen, sage ich mal, wogegen man in Deutschland, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, doch eher reserviert ist. Und das vielleicht nicht so zeigt, damit man sich nicht blamiert. Ich finde,
dass dieses Gefühl von Deutschen, dass man sich irgendwie blamiert in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, finde ich immer noch sehr, sehr groß. Heutzutage heißt das ja Fremdschämen, ne? Hört man oft in deutscher Sprache, Fremdschämen oder so. Sowas spielt in Israel weniger eine Rolle. Hier schämt man sich sehr gerne fremd. Also man denkt jetzt nicht daran, man hat bestimmte Gefühlsausbrüche, positiv oder negativ. Und hier gilt das Motto, mehr ist der Ruf erst ruiniert. Ist der Ruf erst ruiniert? Wie geht das Motto jetzt? Lebt es sich ganz ungeniert. Und so kommt einem das hier ziemlich oft vor. Und wenn irgendwelche Leute sich anbrüllen, oder man hört das auch im Bus oder so, dass da einer jetzt am Smartphone ist und mit jemandem telefoniert oder woanders, und der brüllt los, dann ist das für mich nicht, dann braucht er sich nicht zu schämen, meine Güte, dann hat er halt irgendwelche Konflikte oder so. Kann ja jedem passieren. Ich betrachte das jetzt nicht als Fremdschämen oder irgend sowas. Ich weiß nicht, nach all den Jahren hier wird man vielleicht etwas gelassener, sieht das Ganze ein bisschen distanzierter und nimmt nicht alles so ernst. Damit würde man wiederum nur seine Zeit verschwenden. Okay, wenn jemand Fragen hat, normale, sonst wird das von YouTube gelöscht, ohne mein Dazutun, der kann die gerne stellen. Und wie gesagt, jeder hat halt seine Meinung und muss man irgendwie akzeptieren, ne? Auf die eine oder andere Weise. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und oh, ich habe zu lange gelabert. Ja, ohne Perfektionismus geht gar nichts, ne? Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Stream dann, der dann auch wieder nicht unbedingt perfekt sein wird.